So, nun herzlich willkommen zum Live Trading TV von JFD. Gerade eben hatte ich selber kein Kontrollbild, deswegen habe ich nochmal neu gestartet, aber das lag dann an meinem Browser. So, dann, ich war ja jetzt ein paar Tage unterwegs und konnte den Markt auch nicht intensiv verfolgen. Und der DAX hat ja dann mehr oder weniger kurz nachdem ich ja hier ist der Stundenchart, hier habe ich ja dann im Video zu Gewinnmitnahmen, ja, nicht direkt aufgerufen, aber ich habe gesagt, hier habe ich meine Position eben verkauft, weil ich eben dann unterwegs war und im Prinzip bis Freitag ging es dann eben abwärts und heute dann doch relativ sehr überraschend stark aufwärts. Viele Marktteilnehmer haben sicherlich hier mit dem Gap auf Xetra hier noch gerechnet, mit dem Gap Close, etwa bis 10.500 Punkten, beziehungsweise halt im Tief bei 10.470 Punkten. Das fand eben nicht statt auf Xetra-Basis und der Markt ist eben von der 10.600er Marke fast aus dem Stand 200 Punkte gestiegen. Natürlich ist jetzt hier erstmal die größte Bewegung haben wir jetzt hinter uns, denn hier habe ich eben auch noch eine Trendlinie eingezeichnet und die würde, das waren hier die Hochpunkte am 7. Dezember und der andere Hochpunkt eben am 17.12. Und hier ist dann wirklich wieder exakt heute die Trendlinie dann eben angelaufen. Sind ja eben erst, die Trendlinie konnte man eben erst nach den zwei Punkten halt einzeichnen, aber deswegen hier der Test ist eben heute dann eben zum ersten Mal erfolgreich gewesen, also bärischer Abprall. Und ja, da dürfte eben man leicht nachgebende Kurse sehen und auf dem Niveau von etwa 10.730 rund könnte es dann eben eine Aufwärtsbewegung, eine weiter, die Fortsetzung dann folgen. Das wäre jetzt hier zunächst ein, ja, ich denke mal auch nicht ein schlechtes Setup. Da würde eben die Kerze hier, die gut korrigiert und eben hier ein Auflagepunkt einer horizontalen Trendlinie. Eigentlich wollte ich hier den S&P 500 Index Wochenchart nicht mehr aufrufen, aber da ist natürlich eben die anderthalb Tage, wo ich eben nicht da war, hat sich die Kerze ja um 180 Grad gedreht. Da passt eben das Sprichwort am besten dazu, den Tag soll man nicht vor dem Abend loben. Also hier ist es dann eben nicht bis Wochenmitte exakt so gelaufen wie gewünscht und eben dann nicht die bullische Kerze hat eben nicht gefolgt. Die Futures stehen jetzt heute im Dow Jones, eben dank dem DAX-Anstieg auch schon 150 Punkte höher. Also sind wir hier bei knapp, ja, 2030 etwa im S&P 500 Index. Im Tageschart habe ich jetzt hier den Nasdaq mitgebracht. Hier habe ich ja in den Videos erwähnt, dieses Tief soll auf definitiv nicht fallen. Sonst sieht es doch relativ übel aus. Oder jedenfalls ist natürlich wäre eine Abwärtsbewegung, eine Trendfortsetzung natürlich präferiert. Hier hält sich oder konnte sich der Nasdaq hält sich hier auf dem Parketthandel etwa bei der Rainbow-Unterkante auf. Und da stehen wir eben jetzt auch natürlich wieder vorbörslich deutlich höher. Und ja, könnte hier schon wieder eine Bewegung Richtung 4.600 Punkten folgen. Aber dazu eben auch im Tagesverlauf mehr. Da gehe ich in die unteren Ebenen ein. Schauen wir nur noch kurz hier im DAX den Wochenchart an. Hier trifft dann der Kurs würde jetzt hier in dieser Woche eben bei 10.900
Punkten rund auf diese Trendlinie dann treffen, ja, auf die dominierende. Also hier dürfte auch noch ein Kursziel dann da oben bereitstehen. Kommen wir kurz noch zu den Setups. Alle anderen habe ich ja dann, teilweise musste ich sie mit Verlust schließen, die Goldpositionen. Die anderen liefen ja wie die Automobilaktien, die auch heute ja das Kursgeschehen bzw. den DAX nach oben treiben. Können wir ganz kurz anschauen, noch die Kursliste im DAX. Eine E.ON, Lufthansa, RWE und dann kommen eben die Automobilwerte mit Volkswagen, BMW und Daimler. Deutsche Bank ist relativ weit unten, aber hier dürfte jeder eben im Plus sein. Da dürfte das Kursziel, ist in meinen Augen weiter hier oben, wir haben mindestens bei 22,40 etwa zu suchen oder im positiven Fall eben dann der EMA 200. Den Stopp hat man eben hier schon hochgesetzt. Das Risiko ist also hier schon sehr begrenzt worden. Euro-Pfund, da lief der Euro nicht hier in die Kaufzone rein. Ich werde jetzt definitiv auch erst einmal beiseite legen, dieses Setup. Was noch aktiviert worden ist, ist hier der Euro gegen US-Dollar. Hier hat es eben nicht ganz das 50% Retracement erreicht. Hier habe ich trotzdem die Zone eben relativ groß gehalten und eben auch erwähnt, ja, relativ eher die Gewinne mitnehmen bzw. den Stopp auf Einstand nachziehen. Denn hier könnte es trotzdem noch eine, auch wenn es hier erstmal so weit passt, könnte es aber trotzdem nochmal ein Tief folgen, bevor es dann kräftiger hochgeht. Also unter diesem Hoch wären jetzt natürlich erstmal nochmal ein Rücksetzer präferiert, ein kleinerer. So, das war's erstmal. Danke fürs Zuhören und ich werde noch im Laufe des Tages ein, zwei Setups basteln. Danke.